So Leute, ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Ni no Kuni 2. Ich bin MC Muffix und wir sind in unserer wunderschönen Stadt Minneapolis, Mann, und haben beim letzten Mal hier schön dafür gesorgt, dass unsere Stadt wächst. 42 Leute haben wir, das heißt 8 Leute fehlen uns noch, damit wir hier Minneapolis, ja, zu der großen Stadt machen, die sie ja eigentlich schon ist. Beim letzten Mal haben wir unter Kiels Vater hier, mit Kiels Vater, Kiel hat mit ihrem Vater abgeschlossen und ja, wie gesagt, wir haben da noch ein paar andere rekrutiert. Jetzt brauchen wir noch 8 Sidequests und Robby Rob, ich würde sagen, du bist das perfekte Mitglied für unsere Stadt. Fehler, Beep, C, Begebit, Obekat, Beep, Beep, Fehler, Fehler, Beep, C, Begebit, Obekat, Beep. Was ist denn passiert? Auslieferung wird durchgeführt, Route falsch berechnet, Beep. Du bist ein Roboter und weißt den Weg nicht? Ursache für Fixing Navigation. Auslieferung so 98% und wahrscheinlich Beep. Gosh. Soll ich für dich die Auslieferung übernehmen? Helfe gerne. Angenommen, bitte um Lieferung in das Abbrauchlabor bringen. Alles klar, überlass es mir. Lieferung für Steve. Okay, gut. Das ist für Steve. Okay, Forschungsmaterial. Machen wir, interessiert mich aber nicht, aus dem ganz einfachen Grund. Ah doch, interessiert mich sogar sehr. Bam! Super Quest. Wo geht's denn da hin? Keine Ahnung. Aber ist mir wurscht. Hauptsache, es ist eine Quest. Ich bin hier falsch. Wo wir einen neuen Mitstarter bekommen. 8 Leute, Mann. Pro Parts 2 Leute. Das heißt, in dieser Aufnahmesession können wir es hinbekommen. So. Bring mich hin, Robby Rob. Wo darf ich hin? Die zweiten Ebene? Ich weiß es nicht. Wo ist denn das Labor? Ist das hier in den Werken, wo wir mal gearbeitet haben? Okay, da schon mal nicht. Dann Ebene 1. Und hoffen wir einfach mal, dass er da ist, Mann. Versteckt. Ja, hier haben wir uns zwar umgeschaut, aber ich weiß nicht, Merkbaum taugt mir so eine Stadt nicht so ganz, Mann. Also da gibt's... Also gegen die wunderschönen Städte Goldorado und auch Quastenfluss, Mann, da ist MacBomb schon ein bisschen enttäuscht. Aber egal, so. Nimm. Wenn meine Hypothese stimmt und ich diesen Algorithmus anwende, dann sollte die Lösung... Hallo. Hey, ich suche einen Steve. Er ist Abrakalyker. Kennst du ihn? Dieses Wort, Mann. Wow. Bist du neu hier? Mach doch die Augen auf. Ich bin Steve. What? Ach, du bist das. Ich wusste nicht, dass ein Forscher so jung sein kann. Ha, wenn man klug genug ist und der Leistung vorweist, kann man im MacBomb die Schule vorzeitig beenden und die Forschung gehen. Wusstest du das etwa nicht? Da musst du ja super intelligent sein. Beeindruckend, du bist kaum älter als ich. Tja, wir haben ein eigenes Königreich, also wir sind eigentlich auch nicht so schlecht. Haha, naja. Da kriege ich aber eher andere Sachen zu hören. Ein exzellenter Forscher, aber sein schlechtes Benehmen und so weiter. Aber was schert das mich? Was der Pöbel von mir denkt? Ich bin schließlich ein Genie. Apropos, als Genie habe ich keine Zeit mit Typen wie dir zu sprechen. Wenn es nicht um meine Forschung geht, dann lass mich bitte in Ruhe. Ich habe eine Lieferung von einem Roboter übernommen. Es scheint etwas mit deiner Forschung zu tun zu haben. Was? Sag das doch gleich. Gib's schon her. Ja. Das ist es ja endlich. Ohne dieses Material kann ich mit meiner Forschung nicht nahe anfangen. Aber das allein reicht noch nicht. Ich brauche zusehends 2 Flaschen fruchtiges Weihwasser. Ich kann wegen meiner Forschung hier nicht weg. Du allerdings schon. Deshalb wirst du sie mir besorgen. Ich? Das ist doch eine Ehre für dich. Du darfst einem Genie helfen. Also los, hopp, hopp. Habe ich das schon zweimal? Bitte, 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 bitte. Hey! Ja, sehr geil. Bam, 47! Kannst du wie haben, wie du willst, Mann. Aber wie du willst, dann noch ein Item. Das hätte gedauert. Ja, stimmt, mindestens 5 Sekunden. Aber wenigstens hast du mir besorgt, was ich brauche. Ja, ist das das Richtige? Ja, genau das wollte ich. Ein Schritt näher an der Vollendung meiner Forschung. Aha. Ich hab dich unterschätzt. Hätte nicht gedacht, dass du sowas wirklich besorgen kannst. Für eine höchstens durchschnittliche Intelligenz bist du wieder erwartend nützlich. Gut für mich.
denn ich habe noch einen Auftrag für dich. Noch einen? Ja, bring 3 Lakrite. Wenn ich das habe, müsste meine Forschung fast fertig sein. Oh, er sagt fast fertig. Er sagt fast fertig, das heißt, er braucht danach noch etwas. Hehe, ausgezeichnet. Jetzt habe ich alle Materialien. Nun kann ich meinen neuartigen verbesserten Faustdick verwirklichen. Ein neuartiger Faustdick? Genau. Kleiner als der Vorgänger und kann mehr Daten verarbeiten. Belastbar und ein einzigartiges Design. Meine Genialität und wird die Geschicke des Faustdicks umschreiben. Und bald werde ich ein Supergenie sein. Sogar klüger als Vector. Glückwunsch, Steve. Ich muss nur noch die Forschungsdaten an die Mitarbeiter übergeben. Hätte nicht gedacht, dass das alles so schnell fertig werden würde. Das wäre dann erledigt. Gut, womit soll ich mich als nächstes befassen? Wenn du auf der Suche nach neuen Forschungsinhalten bist, komm doch in mein Königreich. Na, sieh mal einer an. Willst du mich etwa anwerben? Kluge Entscheidung. Ja, wenn wir jemanden mit so einem Intellekt haben, wäre das ein Vorteil für alle. Noch nie hat mich jemand so frei heraus gelobt. Das lässt mich doch nachdenklich werden. Die Forschungsmöglichkeiten im MacBomb sind eh ausgeschöpft. Ach, was soll's. Tut mir sehr leid für MacBomb, aber ich wollte sowieso woanders etwas Neues erforschen. Ich gehe mit dir mit. Danke, keine Sorge. In Minneapolis mangelt es nicht an Forschungsthemen. Steve! Okay, Leute, wir haben Steve. Und jetzt sind es noch 7. 7 Leute. So, und was gleich der nächste Mal? Also, hier gibt's so verdammt viel Sidequests, Mann. Ich konnte vor seiner Flucht noch einen Sender anbringen. Aber das kann nicht sein. In dieser Richtung ist doch... Das ist nicht gut. Wir müssen das Sicherheitslevel in den Nachbarbezirken erhöhen und die Bevölkerung evakuieren. Entschuldigung, was ist denn hier passiert? Hey. Evan, du kommst genau richtig. Ich habe ein kleines Anliegen zu besprechen. Katharina. Das sind streng geheime Militärinformationen. Die kannst du nicht einfach so preisgeben. Hey, hörst du mir mal zu? Ein bösartiger Berserker-Golem ist aus dem Geheimturm ausgebrochen. Wir finden uns in einem Notdienst und du hast unser Verbündeter, solltest davon wissen. Wenn dieses Ding ausrastet, dann haben wir ein riesiges Problem. Ohne deine Hilfe schaffen wir es nicht, Erben. Ja, kein Problem, Mann. Holen wir uns gerne. Also, wo ist genau so angebrochen? Ich habe gesehen, was passierte. Ich werde erzählen, was ich weiß. Die Lage ist in jedem Fall sehr ernst. Der Berserker-Golem, eine Erfindung von MacBomb, die mit Hilfe von Magie zum Leben erweckt wurde und Befehlen gehorcht. Eine Waffe, die unglaubliche Stärke besitzt. Sie werden eingelagert, nachdem sie bei einem Experiment gewalttätig wurde. Candy hier öffnet die Lagertüren und das Ding floh. Eine äußerst unangenehme Situation, nicht wahr? Das klingt gar nicht gut. Wo ist dieser Berserker jetzt? Nun, das ist das Sahnehäubchen. Das Signal des Senders, den ich ihm angebracht habe, ist in der Nähe einer Grotte abgebrochen. Und zwar in der Wandelgrotte. Ein wahres Pulver, was voller Magie. Der Berserker braucht diese Magie und ist bestimmt irgendwo tief im Inneren. Auch wenn wir die Maschinensoldaten entsenden, werden wir den Kontakt zu ihnen in der Grotte verlieren. Mist, was soll man bloß tun? Ich werde gehen und den Berserker aufhalten. Evan! Mit den militärischen Kräften MacBombs können wir mit dem Berserker nicht aufnehmen. Wir brauchen deine Hilfe. Ich weiß, überlass es ruhig mir. Pass dir nur auf, dass niemand Schaden kommt. Ist doch ein kleines Ding für mich, Mann. So, das werden wir machen. Das ist geil. Alle Leute, schau ich mal 3 Sequests auf einem Fleck, Mann. So. Du siehst ja. Du Hippie, du kommst in meine Stadt. Hey, du bist doch König Erwin. Beschäftigt wie immer. Was? Hast du überhaupt genug Zeit, dich ordentlich zu ernähren? Beschäftigt bin ich schon, aber zum Glück bin ich ja nicht alleine. Also mach dir keine Sorgen um mich. Ich schaff das alles schon und esse dabei auch noch gesund. Ah, übernimm dich nicht. Hier will keiner hören, dass der Retter MacBomb zusammengeklappt ist. Weil er vor lauter Heldentat gerne Zeit gefunden hat, 3 ausgewogene Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen. Oh, da fällt mir ein, ich habe eine brandheiße Information. Ja, die bestimmt interessieren wird. Kennst du die Händlerin Morgan? Sie ist ein Genie, eine Legende. Nein, kenne ich nicht. Wieso ist sie denn so toll? Sie hat Augen für Sachen, die sich gut verkaufen, weiß immer, was gerade eine hohe Nachfrage hat oder haben wird.
Offizier hat in ihrer Laufbahn noch nie auch nur einen Gulden Verlust gemacht, erzählt man sich. Es geht das Gerücht, dass sie einen sehr seltenen Gegenstand zum Weiterverkauf vergattert hat, den man in keinem normalen Geschäft findet. Ich dachte, das könnte ich vielleicht interessieren. Klingt, als wäre dieser Morgenabsuch wert. Meinst du nicht, Devin? Alright. Ja, das denke ich auch. Vielleicht würde sie sogar nach Minneapolis kommen, wenn wir sie einladen. Talentierte Leute können wir schließlich immer gebrauchen. Ich habe gehört, sie ist heute im Ballermat zu tun. Vielleicht findet sie sie dort. Ballermat. Alter, Leute, man, nur Quests, wo wir Leute dazu bekommen. Das ist so kürzlich, das, Mann. So, du siehst auch, was wir nach Minneapolis wollen. Für eine erfolgreiche Geschäftsleute ist Kochen nur vergeudete Zeit. Eine effektive Nahrungszufuhr mit kürzester Verzehrzeit ist völlig ausreichend. Findest du? Ich mag lieber die verschiedenen Geschmäcker zu genießen. Dem stimme ich zu. Obwohl ich eine Maschine bin, weiß ich, dass Essen nicht nur Nahrungsversorgung sieht. Was für ein frecher Roboter. Ganz schön herablassen für eine einfache Maschine, die keine Ahnung von Geschmäckern hat. Ich wurde mit sensiblen Wahrnehmungssensoren gebaut. Die sind viel präziser als die anderen Lebewesen. Zumindest bin ich mit der Wichtigkeit des Essens vertraut, was ich ihnen in Anbetracht ihres Desinteresses abspreche. Was sagst du da? Hey! Beruhig dich mal wieder. Wenn du mit dem Essen zu sehr zugeneigt bist wie ich, hilf mir bitte, diese Frau eines Besseren zu belehren. Wenn sie mein leckeres Essen probiert, wird auch diese Ignorantin sicher ihre Meinung ändern. Ganz schön starker Output. Dann gerne. Probier es doch. Aber wenn du es wagst, mir irgendwas Komisches aufzutischen, kannst du was erleben. Natürlich, wenn ich das tun sollte, dürfen sie mich gern verbrennen, zerstampfen, zermalen oder was auch immer sie bevorzugen. Ich baue es dir einen Toaster. Ich werde jetzt die Kochvorbereitung kompilieren. Für die Beschaffung der Zutaten benötige ich deine Hilfe. Kein Problem, was brauchst du denn? Ich brauche gemasertes Fleisch, ansonsten verwende ich Reste aus dem Kühlschrank. Er will Delikatessen machen und dazu nimmt er Reste aus dem Kühlschrank. Das kommt immer gut. So, habe ich das? Ja, freilich 44 Stück, Mann. Jawohl, du hast das Richtige gefunden. Du hast gemasertes Fleisch besorgt. Ja, jetzt kannst du der Dame etwas Leckeres zubereiten. Ich würde mich gerne bedanken, aber es gibt ein kleines Problem. Ein Problem? Ich habe im Kühlschrank nachgesehen. Leider ist das Datum des gummiartigen Fleisches abgelaufen. Ja, wenn schon das gute gummiartige Fleisch nochmal geht. Ich wage es fast nicht, dich darum zu bitten, aber könntest du mir das gummiartige Fleisch besorgen? Schon gut, warte, ich besorge es. Alter Falter, gummiartiges Fleisch. Wer will bitte gummiartiges Fleisch? Kein zartes, kein blutiges. Nee, es schmeckt wie Gummi, das ist immer ein bisschen. Du hast gummiartiges Fleisch gefunden, oder? Vielen Dank. Hab ich. Jetzt kannst du endlich mit dem Kochen loslegen, oder? Selbstverständlich, ich werde sogleich damit beginnen. Danke für deine Geduld. Das Essen ist fertig. Wie schmeckt es? Pfff, was soll das? Ich dachte, da kommt jetzt wer weiß was. Das ist doch alles nichts, das ist einfach Hausmannskost, die man überall im Baum kriegt. Moment, der Geschmack ist mir irgendwie vertraut. Je mehr ich davon esse, umso mehr erinnert es mich an früher. Als ich klein war, hatte mir meine Mutter das auch immer gekocht, um mich aufzuheitern. Essen ist nicht bloß eine physische Nahrungsaufnahme. Ein gut zubereitetes Gericht ist auch Nahrung für die Seele. Sieht ihn da hinten, der spioniert uns hinten nach. Was tun die da? Ein Katzenjunge, so ein kleiner gelber Knuffel, eine Karrierefrau und ein Roboter. Da muss ich gleich es wurde sein Messer gerade rausholen aus seinem Stiefel. Die Arbeit hat mich in letzter Zeit so angenommen, dass ich mich von Fertigmenüs ernähren musste. Für die Seele war da natürlich nichts dabei. Ich muss mich geschlagen geben. Ich habe mich satt gemacht und mir das Herz erwärmt. Danke. Euch habe ich viele Erinnerungen wiedergefunden. Keine Ursache. Ich bin froh, dass es dich glücklich gemacht hat. Der Dank gebührt dir und deiner Hilfe bei der Vorbereitung. Nur deswegen konnte ich diese Frau überzeugen. Bitte nimm dieses Geschenk als Zeichen. Mal erst Danke sagen. Eine Sammlung aller Rezepte, die ich hier geschrieben habe.
Futter fürs Hirn. Gosh. Danke. Das sieht alles nicht nur lecker aus, sondern scheint auch gut fürs Hirnhalt zu sein. Okay, der Kadettenfahrer hat mir geholfen, aber... Hey. Der kommt nicht mit nach Minneapolis. Paul, oh, du kommst doch definitiv mit nach Minneapolis. Ah, hallo, bist du vom Zustelldienst? Ich bin von der Abteilung Import-Export. Paul ist mein Name. Was? Nein, tut mir leid. Ich bin leider nicht vom Zustelldienst. Was, wirklich? Sorry, mein Fehler. Mensch, wie lange soll es denn noch dauern? Worauf wartest du denn? Auf eine verspätete Lieferung von Importgütern. Wenn sie nicht bald eintrifft, bekommen wir hier im MacBomb Schwierigkeiten. Bisher war die Lieferung noch nie so spät dran. Vielleicht ist irgendwas passiert. Oder ich habe sie verpasst. Soll ich mal nachsehen, was passiert ist? Danke, aber es ist ziemlich weit weg. Also lass lieber. Die Lieferung kommt übers Meer aus Colorado via Havana. Vielleicht wurde der Transportweg irgendwie blockiert. Na schön, wenn es hier nicht auszureden ist, will ich mich nicht beschweren. Irgendwo entlang der Route solltest du unsere Logistikroboter finden. Alle Lieferungen vom MacBomb werden von solchen Robotern übernommen. Wenn es ein Problem gibt, wissen die Roboter Bescheid. Gut, verstanden. Ich werde einen Logistikroboter aussuchen. Hab noch ein bisschen Geduld. Vielen Dank. Du hast das gut gemacht. Paul. So mag ich meine Quests. Leute, man, überall Leute, die nach Minneapolis kommen. Das ist doch so geil. Was ist eigentlich das hier? Excuse me. Thank you. So. Das Händlergenie. Oh. So. Ich hab mit dem geredet. Das war irgendwie gut. So. Ich geh jetzt mal in die Null erstmal. Weil das hört sich echt nach guten Quests an. Jetzt haben wir. Einen haben wir schon rekrutiert. Jetzt muss ich aber erst hier raus nach. In die wilde Ebene. Nee, das machen wir noch nicht. Schauen wir erst, wir nehmen erst alle Quests an und dann verlassen wir die Region. Ey, ist da jemand? Ist da jemand da? Was ist los? Ha, alte Stimme, endlich! Hilfe bitte! Hilf mir raus! Was geht denn hier ab? Wer bist du und was ist da drin? Ich bin Owen. Ich bin ein Wachmann zur Sicherung dieser Einrichtung. Auf meiner Patrouille kam es plötzlich zu einer Systemabschaltung. Die Zimmertüren ließen sich nicht mehr öffnen und ich war hier gefangen. Ich habe echt alles versucht, um mir selbst rauszukommen, wow. Aber... Sinnlos. Die Tür besteht aus einem speziellen Metalllegierung. Mit Rohrgewalt macht man da nicht mal einen Kratzer rein. Das stimmt. Ich schreie mir die Seele aus dem Leib, aber niemand hört mich. Ich weiß weder aus noch ein. Keine schöne Situation. Überlass das mal uns. Wir helfen dir so schnell wie möglich. Ja, vielen Dank. Sehr freudlich. Wenn die Systemabschaltung die Ursache ist, dann sollte sich die Tür mit einer Systemneustart doch öffnen lassen, oder? Richtig. Geht ins Forschungslabor hinten in der Fabrik. Mit dem Computer dort müsste Systemstart durchzuführen sein. Auf dem Weg zum Labor wird das von Sicherheitsrobotern bemeldet. Da kommen wir nicht da einfach vorbei. Ich verstehe. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Robotern entdeckt werden. Mir ist jede Methode recht. Hauptsache, ihr holt mich heraus. Ich werde euch auf ewig verbunden sein, wenn ihr mir helft. Owen, wir gehen jetzt zur Forschungslabor. Warte hier. Jawohl, ich werde so lange hier drin für Sicherheit sorgen. Ich warte auf eure Rückkehr. Und Owen kommt auch noch mit nach Minneapolis. Auch wenn ich nicht weiß, ob das sowas gut ist. Der scheint mir jetzt nicht der Intelligenteste zu sein. Aber egal. Geh in die Fabrik, Mann. Eigentlich ist die Fabrik doch jetzt wieder im normalen Zustand, aber scheinbar nicht. Nicht normal genug. Ah, der Wonderboy, der MacBomb gerettet hat. Hast du einen Augenblick Zeit, please? Was geht's denn? Oh no, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Jack, der beste Abrakulator dieses Landes. Abra was? Abrakulator, ein Spezialist für die Gewinnung von Abrakanit. Abrakanit ist eine very temperamental lady. Ortszeitwetter. Wenn bei der Ausgrabung nicht alles optimal ist, kann es eine Katastrophe geben. Das klingt sehr interessant. Anyway, meine Memo mit Abrakaniten wurde von einem gefährlichen Monster gestohlen. Oh nein, das heißt, dass du zurzeit gar nicht vernünftig arbeiten kannst. Exactly. Ich brauche einen Kampfspezialist mit viel Power, um meinen Memo zurückzuholen. Ich habe eine Belohnung, of course, nämlich mich selbst.
It's me. Du bist die Belohnung? Yes, ich bin eine Bereicherung für jedes Königreich. Ich bin very, very good mit Erz und Metall, nicht nur mit Abrakanet. Okay, wir können tatsächlich jemanden brauchen, der sich mit Erzen auskennt. Einverstanden? Ich hole dir deinen Memorek zurück, Jack. Nice, das Memorek wurde in der Winkelgrotte geklaut. Go, go, Wonderboy. Jetzt haben wir schon zwei Aufgaben in der Winkelgrotte. Okay, mache ich auch gerne. Kein Problem, Mann. Schnapp ich mir alle. So. Rob. Oh, ich will unbedingt einen Roboter mal starten. Erwin Petrovich Tibbertong. Nee, Erwin Petrovichkas Tibbertong. Soll ich euch diese Stadt zeigen? Gosh. Wow, das Ding, das ging ja gründlich daneben. Ich heiße Evan Paddywhisker Tom. Vielleicht hat er einen kurzen. Entschuldige mal, Susan Backdoor. An mir ist gar nichts kurz. Ich heiße Susie Blackburn. Und du hast ein paar Schaumlocker. Keiner mag mich. Immer sagen alle Schockhebel zu mir. Das habe ich nicht gesagt. Dabei sind nur meine Bauteile etwas veraltet. Wenn ich endlich ein Upgrade bekomme, werden alle wieder nett zu mir sein. Wenn du mir einen Upgrade fühlst, verzeih ich dir auch, dass du Schockkübel zu mir gesagt hast. Wow. Ganz schön dreist für einen Roboter. Jeder Roboter hat einen Traum. Und das ist der LOL 9000 Plus. Der neueste und schnellste Prozessor in ganz Macbaum. Wenn ich ihn so einen hätte. Aber wo gibt's diesen Prozessor? Sowas kann man nicht einfach kaufen. Der Megapatriot der Fabrik ist der einzige Roboter, der LOL 9000 Plus, den ich kenne, der Snob. Moment mal, heißt das, wir sollen den Prozessor stehlen? Wir können auch einen beantragen, aber das wird Monate dauern. Am schnellsten geht es, wenn wir uns einen in der Fabrik borgen. Hervorragend. Wenn wir uns dann einigen, dann sind wir uns ja einig. Na los, worauf wartet ihr denn noch, ihr Tartypen? Ich freue mich schon darauf, diesem Schockkübel seinen alten Prozessor rauszureißen. Vielen Dank, im Voraus. Alter Rob, Mann, dann ist er golden, Mann. Das machen wir, das machen wir. Jetzt haben wir noch zwei Quests. Und dann gehen wir raus und dann fangen wir mal mit unserem Questzeug hier an. Wo geht's denn hier lang? Hier war ich ja noch nie. Ah, doch. Nee. Doch. Hier ist das, der Widerstand. Also, damals war es der Widerstand. Patrick! Du kommst. Wieso bist du eigentlich nicht mit nach Minneapolis gekommen? Hey Patrick, warum siehst du so niedergeschlagen aus? Ach, du bist es, Susie. Ich kann mich gerade gar nicht auf die Arbeit konzentrieren. Oh. Also, was arbeitest du eigentlich? Ich bin Industriedesigner. Ich wandle weg, dass Ideen in handfeste Dinge haben. Patrick leistet hervorragende Arbeit. Ohne ihn würde es zum Beispiel keine Memorex geben. Patrick hat also die Memorex entwickelt? Wow. Wie wäre es, wenn Patrick nach Minneapolis kommen würde, Erwin? Ein Tapetenwechsel ist gut für die Kreativität. Haha, mit der Kreativität habe ich kein Problem. Glaub mir, das Problem ist, dass ich ein wichtiges Memorex verloren habe. Schon wieder ein verlorenes Memorex. Und ja, auf diesem Memorex war eine übers peinliche Aufnahme gespeichert. Weißt du noch, wo du es verloren hast? Kann sein, dass ich es versehentlich in meinem neuesten Forschungsdaten an Willi im Forschungslabor geschickt habe. Wenn du weißt, wo es ist, warum holst du es dir nicht selbst zurück? Ich kann doch nicht selbst fragen. Das ist so peinlich. Hey, was mag wohl da drauf gespeichert sein? Patrick sieht so elend aus. Wir sollten ihm helfen. Du hast recht. Lass uns ins Forschungslabor gehen. Wenn wir jetzt alle die Quest machen, dann sollte man doch locker hier Minneapolis voll bekommen. So, werden wir nächstes Mal mit der hübschen Lady hier reden. Und dann werden wir uns hier mit den Hauptquests, mit den ganzen Quests mal auseinandersetzen. Und ich denke, dann ist Minneapolis bunt und erfolgreich. Aber davor nochmal eine kleine Cut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und wir sehen. Ciao.